Regen, Regen und noch mehr Regen. Das ist doch der wahre Albtraum aller Radreisenden. Aber eben leider manchmal unvermeidlich. Da heißt es dann Augen zu und durch und trotzdem das Beste aus dem Tag zu machen. Ja, und wie man bei diesem wirklich bescheidenen Wetter trotzdem Spaß haben kann, seht ihr jetzt hier auf unserer dritten Etappe des Enzradwegs. Guten Morgen. Ja, wir haben ja heute sehr gut geschlafen auf dem Bauernhof. Leider, wenn man jetzt hier mal rausschaut, sieht das Wetter nicht ganz so prickelnd aus. Also sehr zugezogen alles und ja, nützt nichts. Wir fahren heute auf jeden Fall weiter. Zum Glück kriegen wir dann keinen Sonnenbrand, beziehungsweise wir haben die letzten Tage einen kleinen Sonnenbrand bekommen. Das Problem haben wir heute nicht. Man muss halt immer das Positive in der Geschichte sehen. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon 11 Uhr. Also wir haben uns ordentlich Zeit gelassen, aber das macht nichts. Wir haben heute eine kleinere Etappe. Wir haben zwar ordentlich Höhenmeter, aber da bleiben wir denn warm beim Regen. Das ist dann auch wieder okay. Also rein in die Regenetappe. Das muss auch sein bei jeder Radreise. Mindestens eine Regenetappe gehört dazu. Und los geht's. So, wie ihr sehen könnt, haben wir schon wieder unsere Regenklamotten angezogen. Haben wir natürlich auch wieder nicht umsonst mitgenommen. Das ist die gute Sache daran. Wir fahren jetzt schon recht lang hier an dieser Straße entlang, aber da kommen eigentlich kaum Autos. So alle paar Minuten kommt mal ein Auto. Das heißt, es ist eigentlich recht entspannt zu fahren. Es geht stetig bergauf und ja, aber nicht so steil. Also kann man gut schaffen und man bleibt warm bei dem Wetter. Also. Gleich zu Beginn ging es für uns dann zunächst erstmal durch den Nationalpark Kalkalpen. Namensgebend bestehen die Berge hier hauptsächlich aus Wettersteinkalk. Und durch diese geschützte, unberührte Natur zu fahren, hat schon was richtig Besonderes. Und dann ging es nochmal so einen richtig schönen urigen Abschnitt entlang durch moosbewachsene Wälder, aber auch mit Blick auf die Enz. Ja, und auch durch den Regen kam da dann so eine richtig mystische Stimmung auf.
So, und hier sind wir dann auch schon bei unserer Unterkunft beim Flößerdorf in Großraming angekommen. Hier hatten wir so ein richtig schönes Apartment für uns alleine, so ein Holzapartment. Da haben wir sogar ein größeres bekommen, als wir gebucht haben, weil bei dem Wetter war es jetzt nicht wirklich voll ausgebucht. Und ja, das war super, also richtig nette Gastgeber. Wir waren auch noch schön essen am Abend und das hat auch richtig gut geschmeckt. Also das war ein schöner Abschluss mit einer richtig schönen Unterkunft, wo wir auch sehr gut geschlafen haben. Die Fahrräder konnten wir sicher abstellen und unsere ganzen nassen Klamotten konnten wir auch auf diversen Heizkörpern trocknen. Also alles top, können wir weiterempfehlen. Super ausgeruht ging es am nächsten Tag dann zum großen Finale unserer Tour. So, das ist jetzt heute die letzte Etappe unserer Tour am Enzradweg. Heute werden wir allerdings den Enzradweg verlassen und dann weiter Richtung Amstetten fahren. Und von da geht es dann zurück nach Wien. Ja, leider wieder etwas Regen heute. Schauen wir mal, ob das noch aufhört oder nicht. Aber ja, man kann eh nichts machen. Man muss es so nehmen, wie es kommt. Es macht trotzdem Spaß. Jetzt ist aus dem Regen Hagel geworden. Ja, der April macht eben, was er will, oder? Nach einem richtig knackigen Anstieg haben wir dann die Wallfahrtskirche Maria Neustift erreicht. Und da nehmen wir euch jetzt mal mit rein. Wir sind jetzt hier in Maria Neustift, haben jetzt eigentlich eine recht große Steigung hinter uns. Also eigentlich seitdem wir losgefahren sind, ging es immer stetig bergauf, so 350 Höhenmeter. Aber jetzt haben wir, glaube ich, den Gipfel erreicht und jetzt geht es nur noch überwiegend bergab. Der Regen hat jetzt auch aufgehört, also es wird alles besser. Und ja, wir freuen uns jetzt noch auf die letzten 30 Kilometer oder 35 Kilometer sind es. Bis nach Amstetten fahren wir heute, weil da haben wir eine gute Bahnverbindung zurück nach Wien. Und ja, machen wir noch einen positiven Ausklang von der Tour hier. Ja, das war unser regnerischer Abschluss des Enzradwegs. Wir hatten Spaß trotz des Regens. Wir hoffen, ihr auch. Uns wird grundsätzlich mal interessieren, wie geht ihr mit solchen Regentagen um? Plant ihr da extra mögliche Pausentage mit ein bei eurer Tourenplanung? Oder ja, fahrt ihr auch, komme was wolle, wenn es regnet, regnet? Das würde uns mal interessieren. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Wir sind gerade nämlich mitten in der Planung von unserer großen Sommerradreise für dieses Jahr. Also seid gespannt, wo es hingeht. Es werden wieder Videos kommen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.